Und da war Christoph Daum wirklich Trainer. 87 war der schon. Die Ghostbusters vom Geistpokal. Also das wäre ja eigentlich zu lustig, um es zu erfinden. So kreativ sind die Jungs vom FCTV nicht. Aber ich sag eher nein. Das müsste doch, das wäre doch viel größer gewesen. Ich sag, das ist erfunden. Ja. Hallo, liebe FC-Fans und alle anderen, die das gucken. Herzlich willkommen zum Bockfaktor. Mystische Geheimnisse um den ersten FC Köln. Wir sind hier, um gewisse Geschichten als wahr oder frei erfunden darzustellen. Beispiel gefällig? Mein Name ist Jan-Uwe Thielmann. Wahr oder frei erfunden? Erste Geschichte. Im Jahr 2009 kam Pierre Vaumet an einem Septembermorgen mit seinen Straßenschuhen zum Training. Als Trainer Christoph Daum ihn darauf aufmerksam machte, entgegnete er, dass er seine Fußballschuhe nicht rechtzeitig gefunden habe und nicht zu spät kommen wollte, um keine Strafe zu kassieren. Ist das wahr oder frei erfunden? Das ist eine gute Frage. Ah, ich dachte eigentlich, es kommt was anderes vom Vaumet. Da war ich 7 Jahre alt, deswegen. Ich kann mir schon vorstellen bei dem. Ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn auch nicht. Ich habe aber gehört, dass er auch Netto Vaumet genannt wurde. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass er das so gemacht hat. Dann loggen wir es ein. Im Februar 1987 bezog der FC ein Trainingslager in Israel. Nach 2 gewonnenen Freundschaftsspielen gab Trainer Christoph Daum seiner Mannschaft Ausgang bis spätestens 1 Uhr. Nachts um 4 fehlten immer noch 6 Spieler. Wenig später wurde die gesamte Mannschaft zum Straftraining geweckt. 40 Minuten Dauerlauf um morgens 4 Uhr am Strand. Also das ist für mich so ein Fakt. Ich glaube die Geschichte auch nicht, um morgens um 4 Uhr. Frei erfunden, oder? Ja. Und da war Christoph Daum wirklich Trainer. 87 war der schon. Zwischeninfo. Um mich herum sind ganz viele Einhörner. Die haben uns alle schon ein Abo dagelassen. Jetzt seid ihr dran. Daumen hoch, auf geht's. Na los, jetzt gebt euch einen Ruck. Geht doch, die Firma bedankt sich. Im Mai 1977 fand ein Auswärtsspiel des 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund im Gelsenkirchener Parkstadion statt. Ja, die Frage ist, warum soll das da stattfinden? Dortmund hat ja bestimmt auch andere Plätze. Dass du in Dortmund irgendwo spielst, aber vielleicht kriegst du dann die Zuschauer nicht unter. Einnahmenverlust. Aber dann würden die, glaube ich, irgendwo anders spielen als auf Schalke. Hätte ich auch gesagt. Sollen wir? Wir versuchen es mal. Feierfrei. Ja. Also, wir sind nicht gut, ne? Bisher sind wir nicht gut. Auf der Terrasse des Geistbockheims war früher ein Swimmingpool installiert. Nein. Ich würde auch nein sagen. Ja! Hey! 1965 hat Wolfgang Weber im Europapokal der Landesmeister gegen den FC Liverpool eine gesamte Hälfte mit gebrochenem Wadenbein gespielt. Obwohl er in der Halbzeit vom Doc für spielfähig erklärt wurde. Ja, das ist doch eine lebende Legende. Das glaube ich auch, ja. Ja, früher waren die doch härter. Das ist ja Fakt. Das Buch Anpfiff von Toni Schumacher ist das meistverkaufte Buch, Sportbuch der Welt. Es könnte doch sein. Ich würde sagen, es war. Ja, ne? Ja. Also jetzt, wo man drüber nachdenkt, ja. Es war? Zur Saison 1965-66 lief die Mannschaft des 1. FC Köln in Trikots auf, die beim Pariser Modehaus Dior gefertigt wurden. Nee. Ich würde sagen, frei erfunden. Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, und die hätte man ja gesehen irgendwo. Fotos davon. Die wären doch jetzt wieder im Hype. Die wären doch jetzt Millionen wert. Die wären doch jetzt Millionen wert. Ne? Ja. Wir sagen nein, ne? Ja.
Wilfried Sanu spielte von 2008 bis 2011 beim 1. FC Köln. Der Stürmer hat Schuhgröße 37,5 und brachte so diverse Ausrüster zur Verzweiflung. Auch wieder ein Spieler, den ich nicht kenne. Der du schon, kennst ihn, oder? Der hat sogar bei uns mittrainiert, bei den Amateuren damals. Hier und da. Wie groß war denn der? Nicht groß. Dann. Aber der hatte starke Beine. Aber 37,5 bringt doch eigentlich keinen Ausrüster zur Verzweiflung, oder? Mittlerweile nicht mehr, sage ich. Aber Reebok vielleicht damals. Also ich sag, der hatte so kleine Füße. Krille hatte auch so kleine Füße. Das mit den. Die Hersteller wurden zur Verzweiflung. Das ist natürlich dazu gedichtet ja. Jetzt von den Jungs, aber ich glaube grundsätzlich ist das wahr. Dann. Loggen wir es ein. Du hast ja auch nur 39,5, oder? Nee. Dirk Lottner sagte einmal, ich werde alles tun, um den Klassenerhalt zu vermeiden. Das ist lustig. Das ist geil. Doch, ich würde sagen, das war... Wollte wahrscheinlich anders sagen, aber... Ja klar, also das wäre ja eigentlich zu lustig, um es zu erfinden. So kreativ sind die Jungs vom FCTV nicht. Ich sag auch, aber es waren jetzt viele, die wahr waren, ne? Oder? Ich würde trotzdem sagen, das war... Okay, dann gehe ich mit meinem Kapitän der Young Boys. Sehr gut! Hans-Peter Latour, der den FC von Januar bis November 2006 trainierte, hatte eine besondere Leidenschaft. Der Schweizer sammelte Kuscheltiere. Als die FC-Fans davon erfuhren, wurden bei jedem Heimspiel des FC unzählige Plüschtiere in Richtung Trainerbank geworfen. Aber ich sag eher nein. Das wäre doch viel größer gewesen. Ich sag, das ist erfunden. Ja. Gehst du mit mir? Das gibt's nur in Amerika, sag ich. Ja, sowas gibt's natürlich in Amerika. La masse die Menge, wie man in Frankreich sagt. Ja, geil. Wir waren gar nicht so schlecht nach den anfänglichen Problemen. Ich glaube, die ersten vier hatten wir nicht richtig und dann hatten wir sechs richtig. Die Ghostbusters vom Geistbacal. Ich glaube schon, dass wir sehr analytisch an die Sache rangegangen sind und das war vielleicht am Anfang der falsche Weg. Ich würde, ja, mach du einen und ich einen. Also ich würde bei der nächsten Folge gerne Luca Kilian hier sitzen sehen. Und mit Tim Lemperle. Das sind zwei Miesbusters. Ja, FC-Fans, welche Geschichte hat euch hinters Licht geführt? Uns weniger. Euch vielleicht ein bisschen mehr. Schreibt es in die Kommentare. Lasst es uns wissen. Ihr, Jonathan Hector.